herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute trage ich Schlange, Zebra und das Ganze auf Leopard-Untergrund. Und wenn Sie gut kombinieren können, dann wissen Sie gleich, worum es heute geht. Wir starten nämlich mit unserem Comedy-Bus zu einer Safari, einer Sommersafari, Juttas Sommersafari, wie immer powered by Berliner Akzente. Im Schweiße meines Angesichts habe ich persönlich eine CD an meinem kleinen Heimcomputer in Neukölln gebrannt. Meine erste eigene CD, Lady Fucci heißt sie. Die Leute spielen Luftgitarre und wer die Haare am besten schüttelt, wer da am meisten aus sich rausgeht, der kriegt meine CD und kann damit glücklich werden. Also, ich freue mich schon jetzt auf zur wilden Sommersafari mit Jutta Hartmann. Ihr spricht eure Reiseleitung, Leute, seid ihr jetzt bereit? Von Neukölln bis Marzahn, von Anfang bis Schluss, mit uns macht es ja das doch Spaß. Jetzt drei Kandidaten, die sich mit DDR-Produkten auskennen. Hier vorne, der Alex. Eine Frau aus München will mitmachen, die den Kittel Augsburg probieren. Augsburg. Okay, wie ist dein Name? Marlies. Wir haben auch eine Sache da jetzt um ganzen Körpereinsatz, ja? Wir wollen nämlich eine kleine Modenschau mit Dederon-Kitteln machen. Ein Riesenapplaus hier für die Bettina Gödner, die Kuratorin der Ausstellung, die uns hier willkommen heißt. Ja? Ich kann höchstens einigen der werten Anwesenden nachher eine Luftdusche zeigen, wenn sie dann ihre rosa Behelmung abnehmen und feststellen, dass sie so eine entsprechende Ränderung haben und die wieder wegondulieren wollen. Zu DDR-Zeiten nahm man dann zu Hilfe eine Luftdusche, also global ausgedrückt ein Haarföhn. Das ist so eine merkwürdige Dildo-Form. Ja, das ist ein bisschen, ja, genau. Man weiß nicht genau, wer es entworfen hat. Normalerweise kriegen wir sowas raus, vielleicht in Zukunft noch. Und es hat ein bisschen die Anmutung der 30er Jahre. Und die Schwere wirkt hier noch nach. Und dann kommen aber später diese Apparate und die gab es im Westen genauso. Und daran hat man sich auch orientiert. Unsere Trikotagenherstellerin aus Augsburg, die Marlies. Unser Axel-Model mit den zwei verschiedenen Schuhen. Wir kommen jetzt direkt hier aufs Cottbusser Tor zu und da werden Sie jetzt gleich mal ein Beispiel sehen, wie sich sozialer Wohnungsbau verschönern lässt durch Satellitenschüssel. War Ihnen das vorher ein Begriff? Hatten Sie das? Nein, überhaupt nicht. Wir kennen auch keine Schlager, weil es uns nicht interessiert. Deswegen ist das so völlig anders. Was wäre denn Ihre Musik? Querida Juta, fue un placer ver tu show. Eres una chica muy sexy, por eso un aplauso!